Servus Leute, wie geht's? Ich bin's wieder, Rollemingmanns, und ich heiße schon alle. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Shadow of Mordor, die Kriegsproben. Wir haben ja beim letzten Mal, haben wir ja den ersten Häuptling getötet und zwei Hauptmänner. Alter Schwede. Oh Kacke, und da haben wir auch direkt den nächsten Gegner. Läuft. Gib mir dein Blut. Ich brauche Blut. Perfekt, zum Auftakt gibt's erstmal direkt eins auf die Schnauze. Und genau diesen Wunsch erfüllen wir uns. Und schlitzen den erstmal direkt hier auf. Töte mich, wenn du es magst. Boah, Alter, damit tue ich der Welt echt einen Gefallen. Von dein Gesicht, dafür müsste ich Schmerzensgeld kassieren, ey. Sehr widerlich. Mein Gott, Wahnsinn. Och. So, dann haben wir jetzt hier einmal uns auf die Fresse gegeben. Oh, Kacke, da ist ja noch einer. Wer bist du? Oh, Scheiße. Siehst aus, als würdest du schon auf die Knie gehen, noch bevor ich dich angefasst habe. What the fuck? Du bist Sau! Der hat uns gejagt, die Ratte. Oh, das ging ja schnell. Ja, einfach. Ich glaube, beim letzten Mal war der auch so einfach. Das ist kein Krieger, das ist ein Lappen, ist das gewesen. Direkt hier, direkt zu Anfang geht's ja direkt wieder schön Gemetzel. Junge, was ist denn hier los? Als ob da nicht einer dabei ist. Was war das? Hä? Oh. Jetzt können wir uns auch mal hier ein bisschen was gönnen, ne? Was wäre das Leben ohne Gönnung, hä? So. Meine Scheiße. Oh, meine Fresse. Man muss halt sagen, die Ideen, die halt in Schatten des Krieges, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, reingeflossen sind, die halt hier ein bisschen zu, die halt hier bei Shadow of Mordor, finde ich, ein bisschen zu kurz gekommen sind, sind halt super gut umgesetzt. Wirklich mit den einzelnen Klassen, das ist schon geil. Hier muss man sagen, es hat halt immer so ein bisschen unvollständig gewirkt. Trotzdem aber, finde ich, hat Shadow of Mordor, also ohne Kack, also manchmal denke ich, man kann nicht das Shadow of War spielen, ohne Shadow of Mordor wenigstens mal gesehen zu haben, muss man ja echt mal sagen. Also das ist ja schon ein gutes Spiel, ein schönes Spiel. Auch wenn es ein bisschen älter ist, ich finde die Grafik immer noch ziemlich gut. So, erstmal ein Das ist Kill. Unsere Chance. So, oh, schon ein bisschen was zusammengeholt. Jetzt müssen wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Wir sind jetzt hier bei Kap Nuren. Kommen wir bald in die Nurenfischerei. Oh, Kacke, da ist ja jemand. Kuga. Kuga, der Ältere. Okay, den holen wir uns. Den Älteren. Den Älteren Kuga, den holen wir uns. Schwächling. What the fuck? Schwächling. Jahre kommen, Jahre gehen. Am Ende bist du nur eine flüchtige Erinnerung. Da muss ich sagen, die Älteren in Schatten des Kriegs sind besser dargestellt. Aber ich find's nice, wie der geredet hat. Alter, das ist ein Kampfmeister. Ja, super. Der ist brandgefährlich, der Kerl. Aber den hole ich mir jetzt von oben, den Kerl. Den. Da. So.
So, wird's gemacht. So. Da ist er noch ein Karagor gekillt. Oh, ein richtig schön ausgeweitet. Boah, auf dem Weg hierher. Ich finde das so genial gerade. Ohne Scheiß. Einfach nur mal töten. Ne? Ja, das ist schon schön. Hier ist, glaube ich, auch. Hier könnte doch auch irgendwas unterwegs sein. Wir sind hier. Ich töte mich hier gerade hier durch die ganze Gegend. So wie sie es. Ah ja, da ist noch was. Horschkrisch. Horschkrisch, der Abscheuliche. Ah. Den kann man relativ einfach töten, wenn man halt natürlich das nützliche Inventar dazu hat. Aber das habe ich ja leider nicht. Leider. Leider, das ist halt nichts Nützliches dabei. Heck, verdammt. Oh, cool. Und da sind wir auch direkt schon bei der, Ey, das lassen wir mal. Was willst denn du? Hätt wohl Angst, wenn ich allein wäre. Bin ich aber nicht. Du hast ziemlich viele Kumpels dabei, aber das macht mir gar nichts. Ha! Hast Niederlagen, was soll denn der Scheiß? So. Machen wir es eben auf die Art und Weise. So geht's natürlich auch. Nur du und ich, glaub nicht. Ich glaub ja nicht. So. Töte von Mods. Okay, Motzfell, dem. Unser Feind hat überall Augen. Reiß sie raus. Oh ja, okay, alles klar. Das machen wir. Mutzfeld töte 5 Schützen. Das heißt, dass der Tag aus dem Nichts kommen und töten kann. Deshalb versuche ich auch nicht zu blinzeln, falls er mal hinter mir her sein soll. Ich versuche nicht zu blinzeln, geil. Und ist sogar klamm und heimlich geil. Alter, das sind ein paar Oschis an Fisch, hey. Der Waldläufer liebt es, und du? Jawohl, hey, geil, das geht ja super schnell gerade. Bleib standhaft und kämpft. Motzfell, der Wuchtige. Und da hat sogar ein paar Leibwächter dabei. Okay, der tut so, als würde er irgendwas hören. Wende dich nur, kleiner Wurm. Wir holen uns jetzt erstmal den ersten. Ha! Den Kartenhüter holen wir uns. Was ist das? Was ist das? Das ist der besoffene Gar. Narr will Herren töten. Narr stirbt jetzt. Okay. Aber weißt du was? Ich überlasse dir den Vortritt, du versoffenes Stück Scheiße. Mensch, Dreck! Was denn? Ich hab deine Männer gekillt. Bogenschützen, was? Mal sehen, wie dir Pfeile schmecken. Du bist kein Boambus-Schützen, mein Freund. Du bist ein Idiot. Zeit für dich. Ein Schwert rasten Säbel rasselnde Vollidiot. Den ich jetzt hier gerade umbringe. Ha! Man muss schon sagen, es ist schon ein bisschen einfach. Ne? Aber ich glaube, die Kriegsproben, die werden auch mit jedem Mal stärker.
werden auch mit jedem Mal schwieriger. Aber es ist okay so. Mordsfeld ist gestorben. Altgedienter Häuptling. Ich finde halt diese Titel, so altgedienter Häuptling, finde ich ja schon ziemlich geil. So, aber an der Stelle machen wir auch für heute Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Like, Bewertung, Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und dann mal gucken. Macht's gut. Ciao.